Und hier hinten raus sind wir jetzt direkt und auch in der Abteilung stabile Jungs Schwergewicht. Plus 93 Kilogramm, bringt 105 auf die Waage. Akbash wird hier angehen mit plus 93. Ja, beides ist 93. Genau, das kann schon was. Kravarik sein Debüt gegeben bei Vendetta 18. Wahnsinnskampf abgeliefert. Also der Kollege weiß, wie man einsteckt, aber auch wie man austeilt. Vienna, 4 Siege, 3 Niederlagen. Und ein Revier. So, und das ist das gute Stück, futuristische Anmutung. Aber das Design ist nachrangig, wenn man den nachher in die Hüfte geschnallt bekommt. Hier sehen wir also beide. Kadir Akbash 1,84 groß, 3 cm mehr sein Gegenüber. Und da es ein Titelfight ist, haben wir 5x5 Minuten. Und ein letztes Mal. Und du hattest es schon gesagt. Let's go. Letzter Kampf des Abends heute. Genau, Kravarik hat bei Vendetta 18 schon gezeigt, was er einstecken kann. Also wer den auf den Boden bringen will, der braucht starke Waffen. Ja. Auf jeden Fall, aber die hat Akbash, also seine letzten zwei Kämpfe auch gut gewonnen, würde ich jetzt sagen. Ja, und da sehen wir schon. Die Schwinger von Akbash. Ah, High Kick. Kravarik noch ohne größere Aktionen. Arsch. Die Schwinger, starke sollte Overhand. Da einer ins Ziel kommen. Ja, da wird direkt Nacht. Da muss Kravarik aufpassen. Okay, das Mann hält sich hier an. Gut. Auch hier bislang vorrangig Stand-up, jetzt aber mal die ersten zarten Versuche, sich Richtung Boden zu bewegen. Ja, Akbash versucht da eine Wurftechnik, aber fixiert hier dann schön das Bein von Kravarik, dass der nicht zum Rücken kommt, aber ja. Der versucht hier weiter. Da hatte sich Akbash anders vorgestellt, muss er jetzt ein bisschen umdisponieren und aufpassen, dass Kravarik hier nicht sein Rücken zu fassen bekommt. Jetzt fängt Kravarik an, da mal ein bisschen Schläge anzusetzen. Akbash immer noch mit dem rechten Bein von Kravarik. Akbash macht das hier nicht schlecht, fixiert schön das Bein von Kravarik. Aber jetzt sieht es danach aus. Etwas unorthodox das Ganze. So, und jetzt Kravarik in der Full Mount. In der Full Mount. Und das ist im Schwergewicht dann eigentlich schon, ich möchte nicht sagen, fast die halbe Miete, Ende. Aber zumindest das Ende, aber eine aussichtsreiche Position. 105, wenn dann mal plus 93 Kilo auf dir sind, dich da mal wieder aufzurappeln, wenn du selbst in der Gewichtsklasse dich bewegst. Das ist schon eine Herausforderung. Genau, er arbeitet jetzt mit der Hüfte. Bislang aber auch keine Versuche von Kravarik, sich hier mit Ground and Pound zu verewigen. Akbash macht das sehr gut, hält ihn hier schön am Körper, um wenig Platz und wenig Raum zu lassen für Kravarik. Ja, so bewegt man sich hier aktuell so ein bisschen robbend durch den Cage. Aber solange Kravarik hier nicht dazu kommt, Ground and Pound anzusetzen, ist für Akbash, glaube ich, auch alles noch in Ordnung. So, jetzt hat der Ref genug gesehen, sagt Freunde, ab in den Stand. Wir starten es nochmal neu. Das kommt Akbash gelegen, der für mich im Stand-up mit seinen Schwingern bislang deutlich mehr Akzente setzen konnte als am Boden. Ah, oh, versucht mit einer Spinning Backfist und landet. Wird hier ausgekontert von Kravarik auf einen Rear Naked Choke.
Kawai geht's hier wieder in der dominanten Position. Holt sich hier wieder die Full Mount und jetzt gibt Akbash ihm seinen Rücken. Und wenn er das gut, anstellt, dann hat er hier vielleicht schon gewonnen, Jan Krawarik. Ja, aber... Ja, setzt jetzt hier wieder zum Rear Naked Choke an. Sollte schauen, dass er seinen Fan da jetzt noch drüber bekommt. Jetzt ja, und der Hooks drin und da ist der Tap. Da ist der Tap. Und da haben wir den Win by Submission für die Bläuecke, für Jan Krawarik. Das letzte Ausrufezeichen des Tages setzt das Fox Gym. Jan Krawarik mit einem Rear Naked Choke. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Muss man ihm lassen für sein junges Alter, für seinen zweiten Fight. Wahnsinnig gut abgeliefert. Ja, sah sich wilden Schwingern von Akbash gegenüber, hat die gute bestanden und hat dann am Boden die Gelegenheit nutzen können. Rear Naked Choke zwingt also Akbash hier zum Tappen. Damit geht der Titel ans Fox Gym. Und hier haben wir nochmal die Replay hier, der Spinning Elbow und wird hier direkt von Krawarik ausgekontert und direkt in den Rear Naked Choke genommen. Kann den da leider nicht zumachen, aber Krawarik macht hier alles richtig. Holt sich dann den Rücken. Gratulieren nach 4 Minuten 28 durch Submission und Rear Naked Choke in Round 1. Der Mann von Fortune Masin, Jan Krawarik. Glückwunsch an Jan Krawarik zu diesem Sieg. Wir ziehen ein Fazit und sagen danke Vendetta, danke Almaton, danke Wien. Auf jeden Fall kann ich dir nur zustimmen, war wieder eine Wahnsinnsveranstaltung. Man kann es nur nochmal sagen, was Bülent und seine Partner hier an den Abend bringen oder am Start bringen, ist einfach super für die Szene, super für die Leute. Ist einfach wieder eine Wahnsinnsveranstaltung gewesen. Und hier sehen wir nochmal die Replay, wie Krawarik sich hier den Titel holt. Ja, ist schön unterm Kinn, dann kommt der Hook bei den Beinen und dann ist es Akbash nur mehr Formsache. Ja, tolle Veranstaltung, gute Stimmung, tolle Fights haben wir gesehen, verrückte Geschichten von dem legendärsten Einlauf der österreichischen MMA-Geschichte zur Disqualifikation wegen 4 Punktabzügen bis hin zu Armbar, Rear Naked Choke oder krachenden K.O.s. Ihr war alles dabei und ja, davon gerne mehr. So. Schauen wir also nach vorne. 2020, dann Vendetta 20. Also ich freue mich jetzt schon. Ja, ich auch. Ich hoffe, ich schaffe es mit der Vorbereitung im Training so weit, dass wir dann vielleicht mal Plätze tauschen und dass ich dann da kommentiert werde.